Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem, ja, krassen Video. Ein Video, wo ich ehrlich gesagt gedacht hätte, ich würde das niemals erreichen und niemals machen können. 1000 Abonnenten. Wahnsinn. Das ist... Louis! Ist das krass oder was? Alter, aber geil! Ah, Louis, das ist mein Mann. Louis, mein Techniker. Ich habe ihn wieder eingestellt. Alter, ey, ohne Witz, Leute, ihr seid so crazy, das ist krass. 1000 Menschen, wenn ich mir das vorstelle, sehe ich eine riesige Menschenmasse, das ist phänomenal. Vielen Dank einfach nur dafür. Wir haben in den letzten 2 Wochen tatsächlich über 300 Abonnenten, ja, dazu gewonnen, was so heftig ist bei meiner Größe. Ich hätte es, wie gesagt, selber nicht gedacht. Ich bin hier nicht der, Godlike ESO-Player. Ja, ich habe sehr viel Erfahrung, ich weiß, wie ich was mache. Allerdings werdet ihr bei mir halt nicht die Topliner 100% perfekten Damage-Dealer-Builds haben. Ihr habt bei mir nicht die makellosesten 1vx-Builds, sondern ihr habt einfach den Content, der spielbar ist und der Spaß machen soll. Und das ist der Grundfokus dieses Channels. Das Spiel soll Spaß machen. In Bezug auf PvP, in Bezug auf PvE, in Bezug auf Questen, in Bezug auf allgemein das Game. Und es freut mich einfach, dass der Content, den ich mache, euch Spaß macht. Und ich finde es einfach cool, dass die Community, die jetzt tatsächlich einfach da ist, das kann man auch, glaube ich, mit 1000 Abonnenten jetzt sagen, wie gesagt, so variabel ist. Wir haben die PvE-Leute, die PvE lieben, die Leute, die PvP lieben, die Leute, die einfach nur die lustigen Zusammenschnitte von den ESO-Abenteuer-Videos, die teilweise sehr random sind, die lieben. Wir haben die Neulinge, die einfach die Guide-Videos dann cool finden. Wir haben, ja, gewisse Experten für andere Klassen, die auch mir einfach helfen können, Builds wiederum zu verbessern, auch im nächsten Build-Video, etc. Und einfach konstruktive Kritik äußern. Und das ist ein Part, den ich sehr wichtig finde. Und das freut mich einfach. Und es bedeutet mir einfach sehr viel. Und ich möchte mich einfach, wie gesagt, dafür bedanken. Es ist ein Hobby. Wir machen das jetzt, beziehungsweise ich mache das jetzt, ja, seit fast exakt einem halben Jahr. Ich habe im August letzten Jahres angefangen, ein Video so alle 2 Wochen mal zu machen. Einfach nur aus Spaß. Das Jux und Tollerei. Ich meine, die Grundfeste des Channels, wenn man es so nennen will, sind nach wie vor die Musikvideos von König der Löwen, tatsächlich, ja. Die habe ich vor 2 Jahren jetzt gemacht, einfach weil ich es lustig fand und weil ich es schön fand. Ich mag den Film, by the way. Ja, und da hatte ich dann, ich glaube, 70 Abonnenten, weil das Video dann doch international, bla bla bla, ein bisschen mehr Views gemacht hat. Und dann habe ich ESO angefangen und ja, relativ kurze Zeit hatte ich dann 200 Abonnenten und da dachte ich, okay, krass, vielleicht schaffen wir es auf 300 und Ende. Aber wie gesagt, dass wir jetzt ein halbes Jahr später bei 1000 hängen, das ist phänomenal und es freut mich einfach, wenn ich euch helfen kann. ESO ist ein großes, komplexes, sehr schweres Spiel, das das Einsteigen wirklich hart macht und ja, ich liebe das Spiel. Es ist das Spiel, was ich am längsten gespielt habe, das Spiel, was ich am meisten mit verbinde. Ja, positiv wie auch negativ, es ist eine Hass-Liebes-Beziehung, aber genau das ist, glaube ich, einfach die Art von Beziehung, die am besten ist zu einem Game, wenn man so mal ehrlich ist. Und ja, es ist einfach ein geiles Spiel, das mir persönlich viele tolle, emotionale, großartige Momente beschert hat. Freundschaften sind entstanden durch das Spiel und ich finde, das kann nicht jedes Spiel von sich behaupten. Und ich bin gespannt, was 2020 uns wirklich bringen wird mit ESO, Skyrim, ETC, The Dark Heart und bla bla bla. Es wird spannend, der Kanal-Content wird sich nicht großartig verändern, da ich wie immer ohne Skript arbeite. Ihr kriegt hier die rohe, ja, Realness zu spüren, wenn man so will. Und ja, keine Ahnung. Es wird alles beim Alten bleiben, in dem Sinne, vielleicht werde ich Bildvideos minimal schneller runterwickeln, die halt, wie gesagt, in dem Sinne relativ klar strukturiert sind. Aber ansonsten versuche ich immer einfach Detail und das Wissen reinzubringen, die Bildvideos. Die dauern dann halt länger. Allerdings
hoffe ich, dass da einfach dann auch für Neulinge wirklich die wichtigen Informationen drin sind, die halt viele einfach weglassen, weil sie das als selbstverständlich ansehen. Und ich habe immer meine Corpels, da kann man immer drauf zurückgreifen, um sich alle Informationen zu holen. Ja, wie gesagt, einfach danke. Und ich hatte halt auch eine Idee, das ist noch nicht ausgereift, aber vielleicht würde ich tatsächlich im Stil von ESO-Abenteuer, also sprich lustig zusammengeschnittene Effekte, was weiß ich, keine Ahnung, Storytelling, das ist ja alles eher random. Vielleicht mit dem Stil auch mal ein The Elder Scrolls 5 Skyrim oder The Elder Scrolls 4 Oblivion Let's Play machen. Allerdings halt nicht langweilig, sondern 5 Minuten Parts, wo halt einfach Highlights und Momente quasi ja, Revue passieren werden mit ein paar editierten Sachen. Weiß ich nicht genau, ob ihr darauf Bock habt. Schreibt das in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn ja, welches Game? Ich habe nicht so viel Zeit. Wie gesagt, in letzter Zeit konnte ich tatsächlich jeden Tag sogar ein Video raushauen. Das wird sich auch wieder in Zukunft verändern. Real-Life-ETC ist ein Hobby. Das heißt, ja, alle 2 Tage wahrscheinlich ein Video. So, das ist halt der Rhythmus, den ich schon immer gegangen bin. Und der wird wahrscheinlich auch weiter bleiben. Wenn ich kann, mache ich gerne auch mehr Videos. Allerdings, wie gesagt, ist ein Hobby. Und wenn ich mal einen Tag lang einfach, ja, keinen Nerv dafür habe, dann werde ich es halt auch nicht machen. Es soll halt Spaß machen. Und wenn ich daran keinen Spaß habe, dann ist da sowieso eine negative Aura im Video, die man nicht braucht. Dementsprechend, ja, wollte ich das einfach sagen. Ein Dankeschön-Video. Und ja, ich wünsche euch einfach einen wunderbaren Tag, wie immer. Und es freut mich einfach, dass euch das gefällt, das, was ich mache, meine Person, der Stil, wie ich es aufbereite, die Variation. Und das ist cool. Das macht mir Spaß. Und ja, vielen Dank. Adieu, amigos. Ja, ciao, ciao. Nice, das musste sein.